Der zweite von vier Künstlern auf unserem neuen Cover ist Kollega. Wir beide haben uns ja schon, das war letztes Jahr, hier getroffen für das Covershooting zu deinem Solo-Cover. Jetzt schon wieder das zweite Mal, bin in einem Jahr aufs Cover. Wie ist das Gefühl? Ja, habe ich gerade auch Falk schon gesagt, das ist ein wahnsinniges Gefühl. Also ich habe ein Kribbeln im Bauch. Welchen Falk? Ja, hier. Mixi Reward Deluxe ist hier. Wie gesagt, freut mich, dass ich mal wieder auf dem Cover bin und innerhalb so kurzer Zeit, was ist erst 8 Monate her oder so. Und ja, es ist eine Ehre für mich. Der Sampler, um den es geht. Es ist eine neue Mischung, es ist jemand Viertes dazugekommen. Kannst du uns ein bisschen aus deiner Sicht schildern, wie der Sampler klingen wird? Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird das abwechslungsreichste Stück Musik, was jemals das Licht der Welt erblickt hat. Ich meine, es ist faszinierend, was wir für unterschiedliche Charaktere haben. Nehmen wir mal im Ernst. Also auf jeden Fall, jetzt wo Casper noch dazugekommen ist, ist er auch mal wieder ein ganz anderer Typ jetzt, ne, der Casper. Wie ist das Gefühl, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ist er ein guter? Ja, super. Der Casper ist gut, auf jeden Fall. Bist du zufrieden oder bist du glücklich darüber, als du gehört hast, er kommt zum Label? Ja, na klar. Ich feiere ihn schon lange, schon seit Jahren. Obwohl er ein ganz anderer Typ ist, oder? Ich meine, es gibt viele, die ihn für sein Outfit, für seine Art irgendwie so haten und so. Andere lieben ihn dafür. Wie stehst du dazu? Ich mache mir da keine Gedanken. Ich sehe es einfach so, er ist ein sehr guter Rapper. Und für mich einer der besten Rapper. Das habe ich ihm auch schon vor 3 Jahren oder 4 Jahren schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Mein erstes Rap-Feature war eigentlich Casper auf meinem ersten Tape, Zuhälter Tape 1. Und ich stehe voll hinter dem Jungen, ganz klar. Egal, was andere Leute über seinen Style sagen. Das ist sein Style, der schleppt mehr Weiber ab als hier alle. Was geht ab? Gibt es Solo-Tracks von dir? Gibt es irgendwelche Posse-Tracks? Kannst du schon dazu was sagen? Naja, es gibt Solo-Tracks und es gibt auch Posse-Tracks, auf jeden Fall, mehrere. Es hat eigentlich jeder mit jedem mal was gemacht. So. Gibt Tracks, wo alle drauf sind. Außer Slick, Gott sei Dank. Der hat aufgehört zu rappen, ne? Ja, der hat es dann irgendwann auch eingesehen. Nein. Bist du denn da zufrieden? Also ich meine, mit der Arbeit von Selfmade Records, das ist meine wahrscheinlich eine doofe Frage, aber du hast ja schon in den letzten Jahren einen gewaltigen Schub gemacht. Ja, ja. Besser geht's nicht. Also keiner hat besser drauf als Slick in der Hinsicht, ganz klar. Also Selfmade Records, das Independent Label Nummer 1. Ah, klar. Ja. Bei dir wird sicherlich auch noch ein neues Album kommen, oder? Es kommt vielleicht eine Überraschung auf die Leute zu. Ich habe da auch schon sowas gehört, aber kannst du schon mal sagen? Nein, nein, ist noch alles streng geheim. Und ich hoffe, ihr wisst, dass ihr, wenn was Neues kommt, danke, ihr das als allererstes bei Backspin TV erfahrt. Ne? Wenn auch nicht, aber erstmal danke fürs Interview. Ein weiterer Künstler auf unserem Cover ist Favorite, Selfmade Records. Genau, der bin ich. Der bist du, sehr schön. Als allererstes Frage, was bedeutet das T-Shirt? Ja, das ist Jebiger Johnny, Jebiger heißt Scheiß drauf oder egal, man kann nichts dagegen tun, ist passiert so, weißt du, shit happens quasi. Und das könnt ihr in unserem Shop bestellen, das ist ganz toll, das solltet ihr euch kaufen, damit Slick One noch mehr Geld verdient. Selfmade Records Cover, Backspin 101. Ausgabe, du drauf, wie ist das Gefühl? Geil, ist gut das Gefühl, also ich bild mir jetzt nichts drauf ein, so, weißt du? Komm, ein bisschen. Also wenn ich es in der Hand habe vielleicht, jetzt weiß ich noch nicht, ich weiß, okay, wir schießen jetzt Fotos dafür, aber wenn ich es hinterher, wenn es draußen ist und ich werde es mir dann holen, wie ich mir jede Backspin natürlich hole, mehrfach, ich habe zwar nicht im Abo, aber ich hole sie immer, wenn ich irgendwo hinfahren muss oder so. Du kaufst sie also wirklich? Ja, ich kaufe, ja klar kaufe ich die. Hättest du es gedacht, dass es so schnell funktioniert? Also ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht. Wir haben ja, bei einer Nachschub war mir schon klar, irgendwie, das wird wahrscheinlich nichts werden. So. Kollege hat es ja geschafft, ne? Kollege ist ja schon ein alter Cover, Oldschooler, weißt du? Aber wer rappt denn drauf? Und rappst du solo oder mit welchen Leuten rappst du zusammen? 2 Solo-Tracks. Ein Featuring Lil Wayne sogar, werdet ihr sehen. Und das war teuer, oder? Ne, ist nicht der echte Lil Wayne, aber ihr müsst einfach mal hören. Und ich mache mit Olli Bunion Track. Ja. Gibt es einen Track mit Casper? Ja klar, mit Casper natürlich auch. Ja klar, da haben wir richtig geilen Track, auf jeden Fall. Er ist Hammer, ohne Scheiß ist er nicht geil. Er ist Hammer, Alter, ich schwör's dir. Ey, wir haben echt einen geilen Track gemacht, Mann. Der mit Casper ist übel. Deine ehrliche Meinung, was sagst du dazu, dass er auf dem Label ist? Also ich finde auf jeden Fall, dass es eine Bereicherung ist. Was soll Slick One jetzt noch ein Favorite sein oder so? Das hätte keinen Sinn. So. Dann wird Streit geben, weißt du? Aber solange er sein Ding macht und ich meins, ist auf jeden Fall alles in Ordnung. So. Okay. Was kommt noch dieses Jahr von dir? Passiert noch irgendwas? Ne, ich mache ein Album, aber das wird dieses Jahr nichts mehr. Also ich darf ja auch nicht überreleasen, so, weißt du? Man soll schon immer so, weißt du? Also ich glaube, ich werde erstmal nach dem Sampler ein bisschen verschwinden. CDs mache ich dann dieses Jahr nicht mehr. Vielleicht ab und zu mal Feature oder so. Okay, danke.